Der Wiener Neustädter Kanal war bei seiner Eröffnung 1803 eine sehr wichtige Wasserstraße für die Versorgung von Wien mit Holz, Kohle und später auch Ziegel. Ich befinde mich hier auf einer sehr gut erhaltenen Brücke im Stadtgebiet Dreiskirchen, der sogenannten Tribus Winkler Viehtrieb- oder Weingartenbrücke. Und wo ich stehe, ist der Treppelweg durch die Brücke gegangen. Die Boote wurden ja von einem Pferd gezogen und konnten hier durchgehen und die Boote ziehen. Die Boote wurden in beiden Richtungen gezogen. Der Weg, auf dem ich hier stehe, ist der ursprüngliche Treppelweg des Kanals. Wir haben bei uns im Museum ein Modell eines Kanalbootes im Maßstab 1:2, das uns Schüler der HTL Mödling nach alten Plänen gebaut haben. Jedes Boot konnte eine Nutzlast von bis zu 30 Tonnen befördern, war 23 Meter lang und 2 Meter breit. Der Höhenunterschied von 100 Meter zwischen Wiener Neustadt und Wien erforderte den Bau von 50 Schleusen. Jede Schleuse hatte eine Fallhöhe von ca. 2 Meter. Für die Querung mit Fuhrwerken und auch für den Viehtrieb mussten zahlreiche Brücken errichtet werden. Einige davon sind noch gut erhalten. Über die größeren Flüsse mussten Aquädukte gebaut werden. Die gesamte Strecke von Wiener Neustadt bis Wien wurde zwischen 1797 und 1803, also in nur 6 Jahren, gebaut. Das war für die damalige Zeit ohne Baumaschinen eine wirklich große Leistung. Mehr als 60 Kilometer mussten händisch gegraben werden und nicht nur der Mangel an Arbeitern stellte die Bauherren vor sehr große Herausforderungen. Heute sind von der ursprünglichen Länge nur mehr 36 Kilometer vorhanden. Der Kanal steht seit 2007 unter Naturschutz und ist heute ein wahres Naturjuwel und wird von Spaziergängern und Radfahrern gerne benutzt. Neben zahlreichen Objekten haben wir bei uns im Museum auch einen Teil eines Original-Schleusentores. Wussten Sie, dass der erste Wiener Kanalhafen im 3. Bezirk gelegen ist? Es gibt noch sehr viel andere Informationen und Wissenswertes über den Kanal bei uns im Museum. Besuchen Sie uns, wir würden uns sehr freuen.